Mit Falkencoach Rico Rossi kam ein alter Bekannter zum Pokalviertelfinale in die Scania Arena. Der ehemalige Trainer der Duisburger Füchse hatte einiges vor. Seine Mannschaft reiste als Favorit an die Wedau. Der NHL-Torhüter Jonathan Bernier reiste am Dienstag bereits wieder ab, weil Kevin Nastjuk wieder fit war. Der Kanadier Nastjuk stand doch direkt wieder im Fokus des Geschehens. Alexander Preiwisch mit der ersten Prüfung des Falken-Goalies bei Überzahl der Duisburger Füchse. Im Gegenzug Fabio Gassiola prüft Björn Linder, aber der ist sicher. Die Gassiola-Brüder setzen sich später noch gekonnt in Szene. Überzahl für die Heilbronner Falken. Diego Hofland bekam 2 Minuten für Behinderung. Die Falken im Powerplay. Michael Hackert sucht die Lücke auf NHL-Profi Bruno Gervais. Grandpierre und Linder können klären. Aber die Gäste weiter im Powerplay. Yannick Woidke drückt Hackert an die Bande. Michael Lavalier nimmt die Scheibe an sich. Zurück auf Hackert. Bruno Gervais steht frei und Tor für die Gäste. 1:0 Aussicht der Heilbronner Falken. Da konnte Björn Linder auch nichts mehr machen. Wieder Überzahl für die Gäste. Bulli vor dem Duisburger Gehäuse. Michael Hackert bringt Manuel Strohnl zu Fall. Franz Fritzmeier fordert hier eine Strafe. Die Falken in Scheibenbesitz, Spielaufbau und Tor. Michael Lavalier erhöht die Führung auf 2:0 für die Gäste. Grandpierre verliert den Zweikampf an der Bande gegen David Fischer. Fabio Gassiola bekommt die Scheibe und Pass auf Adriano Gassiola. Läuft auf Linder zu und schlänzt den Puck aufs Tor. Und der ist drin. Das ist bitter für die Füchse. 0:3 in der 23. Spielminute. Puckverlust der Duisburger. Michael Hackert über links. Pass auf Christian Billig und zurück. Der Pfosten bewahrte die Füchse vor dem 0:4. Im Gegenzug die Füchse, Markus Schmidt mit einem langen Pass auf Brad Breitkreuz und Tor für den EV Duisburg. Der Anschlusstreffer in der 25. Minute ließ die knapp 800 heimischen Fans nur verhalten jubeln. Kurz vor Ende des Mittelabschnitts, Bruno Gervais mit einem Foul an Daniel Fischbruch und kassiert eine 5+ Spieldauerstrafe wegen Stockendstoß. Das Spiel wurde etwas ruppiger, Fischbruch bekam 2 Minuten für Stockschlag hinterher. Bruno Gervais wechselte im Sommer von Tampa Bay zu den Philadelphia Flyers und spielt während des Lockouts bei den Falken. Nächste Überzahl der Falken, die genau richtig stehen, über Fabio Gassiola und Michel Lavalier markiert Adriano Gassiola das 1:4, ehe die Gassiola-Show durch das 1:5 von Fabio Gassiola beendet wurde. In der 51. Spielminute diese Szene. Ein völlig unnötiges Foul von Alexander Ackermann an Marius Schmidt ließ die Gemüter aufkochen, was Markus Schmidt zum Anlass nahm, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Mit Dominik Walsh machte er kurzen Prozess. Die Special Teams machten den Unterschied, so Falkencoach Rico Rossi. Mit 4 Toren in Überzahl sind die Falken am Ende verdient ins Halbfinale eingezogen, wo der nächste Gegner Schwenning Bietigheim oder Rosenheim heißt.